So, Kakteen, da haben wir nur Kram. Für die Mühle brauchen wir jetzt noch irgendwas. Das ist ja wie Kofferpacken. Löwasser brauchen wir. Löwasser, Notrufsäule. Können wir da vielleicht jetzt jemanden rufen? Das, kann ich das umstellen mit diesen Hebeln vielleicht, die Notrufsäule, dass da mal die Feuerwehr, mal die Polizei kommt, wenn da überhaupt jemand kommt? Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Das aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Das klappt ja super. So, in das Rathaus. Gehen wir vielleicht nochmal zu Goal. Kuala Lumpur, die Alten sind hier weg ins Büro. Ach komm, ich muss es einfach nochmal tun. Das tut mir sehr leid. Halt! Wo willst du hin? Zum Bürgermeister. Dann zu deiner Wartenummer! Ach, das ist so süß. So, hier ist momentan noch nichts zu holen. Gizmo, du alter Lurch! Hier ist noch eine Uhr, aber hier gibt's sonst nichts, ne? Türknopf und da ansonsten, nee. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Mhm. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein. Menno. Aber ich bin doch ein Lustmolch. Ich brauche doch nur ein paar Sekunden. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr. Das würde ich ja gern. Aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten. Das klingt lustig. Können Sie das 1000-mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000-mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müssten Sie erst einmal wach sein. Dann wecken Sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Etwas Heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Natürlich. Hat der nicht ein Aufputschmittel für uns, was wir in den Kaffee packen können, verdammt? Ich werde sie retten. Ha, viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Mann, sei nicht so unwirsch. Was kann ich noch gleich tun, um sie zu wecken? Nichts. Es sei denn, du hast ein Wundermittel, das sie aufweckt. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Zwicken im Rücken, Feuer, Diebstahl, doch kein Notfall. Feuer. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Brandschutzdetektorik. Was heißt der? Das heißt, wir müssen irgendwo Feuer legen oder wir müssen jemanden beklauen oder wir müssen uns im Rücken zwicken. Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt. Vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Hem.
Ich weiß gerade gar nicht so richtig, danke wo ich jetzt... Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, was unsere Optionen sind, weil wir können ja jetzt nicht mehr so viel tun. War gerade was anderes am Überlegen. Da kommen wir von außen nicht ran, ne? Wenn ich da jetzt versuchen würde, mit dem Zahnbohrer an den Schornstein Benzel zu gehen... Benzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Ja, das wissen wir schon, aber die Frage ist, wie kommen wir denn da hin? Das könnte die Schornsteinklappe offen halten. Dumm, dass Ballons immer nur nach oben steigen. Ach, so... Vielleicht müssen wir den gar nicht ausräuchern, was eigentlich sehr schade ist. Vielleicht reicht es ja. Ich weiß nicht, ob der da durchpasst, aber vielleicht. Ah! Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Ja, ausräuchern wäre schöner gewesen, aber das ist auch okay so. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir sein blödes Wenzelhaus geflutet? Komm schon, geh zum Wassertank und dann ziehst du einmal dran und das, das bringt ja gar nichts. Das geht ja da hinten irgendwo rein und wir müssen ja dann irgendwie mal gucken. Ach, die Klappe hält, Tja, dann wollen wir unserem Freund Wenzel mal einen kleinen Gefallen tun. Ich dachte, die ganze Wohnung flutet dann und der Wenzel wird rausgespült. Na, ist ja doof. Können wir da vielleicht mit dem Trichter irgendwie... Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Ja, whatever, ist mir ganz egal. Ich wollte daraus eine Spritzdüse basteln, aber das scheint ja nicht so zu funktionieren. Ballons haben wir da jetzt schon da rein. Ein roter Vorhang, bringt das irgendwas? Für Deponia ist der Vorhang schon lange gefallen. Die Aft... Ja, das kennen wir schon. Narkotikum. Zahnbohrer. Können wir den Ofen kaputt bohren? Besser nicht. Na, ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Natürlich. Tja, keine Ahnung. Ich dachte, wir spülen ihn jetzt aus seiner Wohnung raus, aber... Warte mal, das ist... Das hier ist die Küche, ne? Glaube ich. Oder ist das Badezimmer? Ich bin mir hier überhaupt nicht sicher. Das ist hier irgendwas. Das Badezimmer. Und im Keller gibt es doch... ein Rohr mit zur Dusche. Können wir das vielleicht anbohren? Ja! So, keine Ahnung, was jetzt passiert, aber vielleicht hilft es. Ja, und jetzt probieren wir nochmal Wasser oben durchlaufen zu lassen. Mal gucken, was passiert. So. Da geht's durch das Rohr und da unten plattert der Keller voll. Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Oh. Ach, eine Wasserquelle für den... Ach so. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Ja? Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Oh. Oh. Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich?
Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Ach ja, der Wenzel ist ja ein ganz sympathischer. Dass wir hier diesen Moment teilen dürfen, das ist einfach das Schönste von der ganzen Welt. Jetzt ist aber die Frage, wie ziehen wir dann das... Oh, was war bei ihm denn gerade los? Die Wünschelrute können wir doch jetzt bestimmt... Naja, wenigstens etwas. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Tja, Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Puh. Okay, das müssen wir jetzt nur irgendwie auf Tüten füllen. Oder hier auf Ballons oder auf Gläser oder was auch immer. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Ja, willst du lieber das alte Brackwasser saufen? Mann, sei nicht dumm, Junge. Nimm was mit. Ich will mit Wenzels... Ach Gott, das ist immer noch... Ich will mit... Ja, meine Güte. Blöder Mistkerl. Tja, jetzt haben wir da zwar das Wasserdingens, aber was wir nicht haben, ist seine Wartenummer auf der einen Seite. Oh, wenn er reich ist und jetzt ist er doch bestimmt nicht zum Rathaus gegangen, um dort sich doch anzustellen... Nein! Ah, Rufus, ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Oh, ich glaube, Nummer 63 sind wir dann wohl jetzt. Ach, Kacke, das ist schon verdammter Wenzel, ich verfluch dich. Ach, Rufus, was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich, Ach, was... Ja. Naja, dann gehen wir mal rein und verkünden von unseren Heldentaten, die uns doch sowieso kein Schwein glauben wird. Oh, wie. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Hallo? Lotek? Oh. Was? Er stört! Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Dich hat er auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Ich überlege gerade, aber egal, ich führe erstmal ein paar Gespräche. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, manipulieren Sie lieber das Erdmagnetfeld? Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten.
Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Ach Mensch, selten habe ich so eine Uneigennützigkeit gesehen. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich habe sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich habe sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuvak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus, immer wenn Chaos in Kuvak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Verdammt. Und übrigens, ich gehe mit dem Mauspfeil mal ganz kurz zufällig hier so rüber. So, und verschwinden jetzt wieder hierhin. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz. Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Ach, verdammt. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob. Was denn jetzt noch? Ich komme immer noch nicht über diese Sache mit dem Erdmagnetfeld hinweg. Es ist, wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob. Was denn jetzt noch? Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorrst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. Nun gut, ich glaube, wir verlassen mal den Ort des Geschehens und, das Spiel hat schon so eine gewisse Grundtragik mit drin, bei aller Komik. Muss ich ja mal feststellen. Ist schon ein bisschen traurig mit dem armen Rufus. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Ich glaube, das war's jetzt wohl. Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal.